Hallo liebe Freunde bei CryptoTV, herzlich willkommen in Wien. Ja, ihr habt es richtig gehört, heute sind wir nicht in Salzburg, denn heute ist Großdemonstration in Wien angesagt. Da sind wir auf dem Weg zum Maria-Theresien-Platz, wurde zuerst eigentlich auf dem Heldenplatz angesagt, doch das wurde weiträumig abgeriegelt. Aber der Maria-Theresien-Platz ist eh gleich der Nachbar daneben an. Und haben ein bisschen umdisponiert mit den Plänen. Es gibt jetzt doch eine Bühne mit Rednern. Die Konstantina Rösch wird sprechen, der Anwalt, der Roman Schissner und ein paar andere Stargäste. Und dann noch werden wir noch spazieren gehen am Ring. Und schauen wir mal, was uns heute erwartet. Also, bis gleich dann am Maria-Theresien-Platz. Mit Musik lässt sich alles leichter machen. Darum möchte ich mich auch bedanken bei meiner Band da. Das ist der Linke, der Wir hoffen heute noch zum Klopfen, was mich klopft einmal. Wieder wie in ganz Österreich. Ich bin ja seit März auf die Veranstaltungen auch dabei und so. Es wird heute eines der friedlichsten, schönsten, aber wirklich auch an die richtige Adresse, für das wir alle da sind, damit das Ganze aufzuhören hat, was wir uns da auch nicht. Herr Lilio, du hast deine Trillerpfeifen. Schaut's mal her. Und dann werden wir mit der anderen Bühne drüben am selben Tag zusammen unser Kürzel reitet mit dem Bühne geben und werden dann auch wieder machen. Wir wollen ja alle gemeinsam am Ring spazieren gehen und nicht einzeln. Ja, hallo liebe Leute, ihr seid Demo-Teilnehmer, wie ich sehe. Was hat euch hierher bewogen an diesem wunderschönen sonnigen Tag unter diesen freundlichen Menschen sich unterzujubeln? Unterzujubeln. Eine interessante Aussage aus dem Buch der Offenbarung, das ist das letzte Buch in der Bibel, gell? Und das beschreibt die Endzeitereignisse. Und dort wird wortwörtlich eins zu eins das vorausgesagt, was da jetzt eintrifft. Bargeldverbot, kaufen, verkaufen, ohne elektronischen Impfpass, ohne Mikrochip-Implantat, Tattoo, wenn sie machen, Bargeld kommt weg. Und dieses Szenario ist wortwörtlich Offenbarung 13, Verse 16 bis 18 beschrieben. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da wird auch beschrieben, wer das macht, warum sie es machen und wie sie es machen. Und das ist echt interessant, weil da steht, und es macht. Das zweite Tier, damit ist gemeint der Teufel persönlich, macht durch die Handlanger, die in der Regierung sitzen, der setzt dieses Mahlzeichen um. Und warum er es macht? Um die Seelen der Menschen zu fangen. Könnt ihr alles nachlesen.
Und wie er es macht, er wird sie alle verchippen und versklaven. Und bringt sie alle unter diesen antichristlichen Geist. Und wer Verstand hat, überlege die Vollzahl seines Namens. Im Hebräischen hat jeder Buchstabe einen Zahlenwert. Und diese Vollzahl ist 666. Und das ist der Antichrist. Der wird in Kürze diese Bühne betreten, die politische, und wird dann anfangen, die Leute wirklich per Gesetz zu impfen. Die ersten Zeichen waren aber der Strichcode, genau, wo ja. die Zahl in der Mitte und auf den beiden Enden natürlich enthalten ist. Gell? Ja. Du kannst dir nichts verkaufen und erwerben, ohne die Zahl des Tieres zu machen. Genau, ja. Genau. Und das Malzeichen in die Hand oder in die Stirn ist dann der RFID-Chip. Ja, das wird ein Art unsichtbares Tattoo sein. Das haben sie jetzt schon. Oder auch so, ja. Ich habe das früher noch mit dem RFID-Chip gekannt, weil man ihn auch hier reinchippen kann, wie man es in Schweden zum Beispiel schon macht. Genau, ja. Genau. Und die Sparda-Bank macht bereits Werbung für diesen Chip. Das muss man sich einmal geben. Also Leute, folgt nicht drauf ein. Weder auf die Impfung, weder den elektronischen Geldverkehr. Ihr müsst aufstehen. Und die Lösung, sagt die Bibel, ich bin bei keiner Kirche, keiner Gemeinde, ich habe nur die Bibel gelesen. Und die Lösung ist einfach zu Gott rufen, ernsthaft ihn bitten, dass er euch rettet. Bitte lest diese Verse in der Bibel, das ist sehr aufschlussreich. Aber auf alle Fälle ist es schon zumindest bemerkenswert, ob er gläubig ist oder nicht. Dass schon mal zumindest von der Zahl des Tieres auf den RFID-Chip und den Strichcode zumindest einmal sehr viele Indizien zusammenpassen, gell? Ja, sehr viele. Mhm. Und vor allem noch wortwörtlich. Das ist das Interessante. Wortwörtlich. Und das Buch heißt nicht umsonst das Buch mit den sieben Siegeln, die sieben Geheimnisse, die sieben Ereignisse. Und die Leute wissen leider nichts davon, weil es ihnen keiner sagt. Und die nächsten Ereignisse, die werden Krieg anzetteln. Das nächste Ereignis ist Krieg. Die wollen Krieg anzetteln. Dass die Leute wirklich versklavt werden. Bitte macht's auf, betet um Errettung und um Vergebung eurer Sünden, sag ich jetzt einmal salopp gesagt, aber ist das. Ich bin ja schon so weit, dass ich sogar sage, ein subtiler Krieg läuft jetzt schon ab. Ja, es ist ja ein geistlicher Krieg, im Geiste. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die finsteren Mächte, die in der Luft herrschen und in den Kindern des Ungehorsams zum Wirken sind, zum Beispiel in den Regierungen, in den Korrupten. Die setzen das jetzt um. Oder? Es ist sichtbar. Vor unseren Augen und Ohren, die wird es sichtbar. Und dann müssen wir schauen, dass wir noch eine kritische Masse an Menschen erreichen, dass wir das verhindern. Na, verhindern kann man es nicht. Man kann die kritische Masse nur zu Gott führen, damit sie errettet werden. Weil der Plan ist vorausbestimmt. Also du meinst, man kann es immer verhindern, aber man kann ein Zeichen setzen, dass man dann, wenn man ablebt, ins Himmelreich kommt. So meinst du das dann, oder wie? Ja, genau. Mhm. Weil die biblischen Prophezeiungen haben sich bis dato alle erfüllt. Das ist das Problem. Und was ist, wenn das schon ein jahrtausendealter Plan ist, den die selbst so reingeschrieben haben, weil die schon von der Technik vor Jahrtausenden wussten, um den Menschen dadurch noch mehr Angst zu machen, weil sie das jetzt so prophezeit? Das wäre noch erstaunlicher. Ja? Dann müsste der andere gewesen sein, der das genau gewusst hat. Und Johannes hat es ja gewusst, aber von Gott eingegeben. Der hat alles gesehen. Es ist alles vorausbestimmt. Es gibt ja auch Menschen, die reden so von der Breakaway Civilization. Das ist eine Gruppe von hochrangigen Hidden Hands, also von Familien, die im Hintergrund arbeiten. Und da vermutet man auch, dass eine Vorzeit gab, eine präastronautische, wo wir technologisch höher entwickelter waren als heute. Dann kam sozusagen dieses, sagen wir mal, Sintflut, wo die Menschen die Steinzeit zurückgeworfen wurden, aber diese Familien sich in Bunkern verschanzt hatten, mit der alten Technik noch in petto. Und sozusagen dann diese Wunder auch gemacht haben unter dem Deckmantel der Technik und als Wunder verkauft haben. So dadurch dann die Offenbarung schreiben konnten, schon prophezeiend und nur noch 2000 Jahre später gewartet haben, wo sie die Technik dann auch wirklich öffentlich einsetzen können. Was hältst du von dieser These? Ich kann nur sagen, was die Bibel sagt. Und die Bibel sagt ganz klar, dass es die Vorzeit gegeben hat und nach Noah hat Gott neue Gesetze eingeführt, also neue Bündnisse mit den Menschen. Und da hat er sie schrittweise geführt bis zum Tod Jesu, der für uns gestorben ist. Und wer diesen Opfertod annimmt,
der wird gerettet, sagt er. Weil wer an ihn glaubt, wird gerettet werden. Und diese Propheten, die von Gott eingesetzt wurden, haben ja immer diese Visionen gehabt, was passieren wird. Diese vorausschauenden Ereignisse haben sie ganz klar gesehen und dann aufgeschrieben. So beschreibt es die Bibel. Okay. Hm. Ja. Ja, es gibt viele plausible Ansätze. Schauen wir mal, was uns wirklich dann erwartet. Ja, genau. Danke, danke für deine Gedanken. Danke sehr. Ciao. Liebe Leute, laut von der Behörde dürfen wir euch aufmerksam machen, dass bitte die Abstände einhält und die Masken trägt. Vielen Dank für euer Verständnis. Ja, freilich. Da werden Fahnen verteilt, ja wunderbar. Bitteschön. Danke sehr. Vielen herzlichen Dank. Danke. Ihr habt so Bücher, wie ich sehe. Okay. Danke. Danke.